Du weißt, wie ich sie finden kann. Wo ist sie jetzt? Ich hab, was ich wollte. Du hast deine Waffe angetauscht. Wofür? Vaterschaft. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht. Ask, lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Couch. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront 2 Resurrection. Wiederbelebung der Download-Inhalt zu The Last Jedi, dem aktuellen Kinofilm. Und wir sind im Kiaras Kometencluster. Im Hantaga-System. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Sind unterwegs. Helio. Kennen wir ja. Deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist er? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pilio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Dell. In den Schiffslogs habe ich damit das gefunden. Also vor Pilio war Dell auf Atula, einem Planeten im Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Atula. Ja. Atula, ziviler Sektor. Und ich freue mich sehr, dass es weitergeht jetzt endlich. Mit der Story. Corvus, endlich. Haben Sie die Leute auf Pilio gefunden? Halt, wo ist Dell? Dell ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Wir kriegen Gesellschaft. Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Shriff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Say? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Der Atulaner hat gesagt, die Jinata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Klepp sagte schon, dass sie stur sind.
Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Okay. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. So, bevor es losgeht, schauen wir uns ganz kurz mal hier die Fähigkeiten des Schiffs an. Wir haben Droidenreparatur, klar kennen wir Ionenimpuls. Gegner werden in einem großen Radius verlangsamt, bla bla bla, okay. Und die doppelten Protonentorpedos, feuer zwei Protonentorpedos gleichzeitig ab, die das erfasste Ziel verfolgen, großen Schaden verursachen. Finde ich super. Müssen wir alles nochmal hier reinkommen erstmal wieder, weil jetzt haben wir ein paar Tage bzw. ein paar Wochen schon wieder nicht mehr gespielt. Keine Sorge, Mann, hab eine Menge von dir gelernt. Ah, komm schon wieder rein hier. Bam! Ihr Schweinepriester. Und unsere Tochter kämpft mit. Ich will gar nicht zu viel zu den Film spoilern, Freunde. Da reden wir sicherlich auch noch drüber, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil der ja so top-aktuell ist. Auch wenn man da natürlich hier wunderbar drauf eingehen könnte. Gerade jetzt der neue The Last Jedi. Und ich bitte da in den Kommentaren nicht zu viel zu spoilern. Ihr könnt euch natürlich gerne mit mir freuen oder was auch immer, aber mir geht's halt auch erstmal in erster Linie jetzt hier ums Spiel. Hoppa. Oh oh. Das könnte gefährliches Manöver werden. Aber ich probier's mal, Ja, Mann. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Labs-Truppen verschleppen anscheinend Atulana und bringen sie auf die Transporter. Ach, oh, die wir sind am Ende. Erledigt, zur Hölle. Jäger. Alles klar. Okay, wir müssen erstmal hier weg. Erstmal die Jäger platten. Zack. Das sind zu viele. Wir können jetzt nicht im Alleingang mit dem X-Flügel alle angreifen, mit dem X-Wing. Zack, zack, zack. Einmal immer gut gestreift. Jo. So gefällt mir das. Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Selbst zu mir. Wir erledigen die Transporter. Vorsichtig. Nein! Ich Idiot, ey. Ich Idiot. Bin ich da dran gestupst. Dabei habe ich das eigentlich gut gemacht. Ich wollte da so runterherfliegen, aber dann kam ein TIE Fighter jetzt funktioniert. Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Seht zu mir. Wir erledigen die Transporter. So, jetzt nicht. Komm, Droidenreparatur. Man. Okay, jetzt vorsichtig. Das ist auch gar nicht so eine leichte Nummer. Und Angriff. Ja, Mann. Gut getroffen. Mal reparieren. Wir ziehen da gut was weg. Wir ziehen da sehr gut was weg. Komm schon, Mann. Komm schon, zieh auf, Alter. Ja, bam. Okay, nächster bitte. Vorsicht, dass sich an die Schiffe wieder stupsen. Ich muss mal kurz ein bisschen hier raus. Bam! Den haben wir hier noch mitgegeben. Erstmal den einen platt machen. Meine Schiffe auszuschalten beendet nicht unsere Operation. Sie meinen Projekt Wiederbelebung. So nennt es Glenn. Ich nenne das Kind beim Namen. Schwarzhandel. Okay, wir kriegen viel zu viel Gesellschaft. Wir müssen jetzt mal wieder ordentlich fighten.
Aber den will ich noch retten hier. Kann man den? Zack, und jetzt hier. Rein damit. Sehr schön. Der hat gut gesessen. Wir bleiben dran. Auf den Zerstörer, auf den Frachter vielmehr. Der zum Zerstörer wird so ungefähr. Ah, scheiße. Dann lass mal rein. Jetzt hier. Bam. Konvoi zerstört. Entführen heute niemanden mehr, Lima Kai. Glauben Sie? Ich muss eine Quote erfüllen. Wenn nicht hier, dann eben irgendwo anders. Das glaube ich nicht. Wir gehen nirgendwo hin. Wir müssen hier aufhalten. Trin, zieh den Beschuss der Fregatte auf dich. Dann schalten wir die Triebwerke aus. Roger. Dann mal los. Okay, da kann man noch ein paar Kandidaten, die auf die Nase wollen. Er hatte recht, sie bedeuten Ärger. Bam. Der DLC ist übrigens kostenfrei, nur um das mal anzumerken, wenn man das Game hat. Finde ich ganz cool. Und jetzt kriegst du den noch am Deckel. Ah, da wollte ich sie nicht reinjagen gerade, aber egal. Mein Schiff in Ruhe. Passt schon. Ich glaube, es funktioniert. Dann bleiben wir dran. Bleib einfach dahinter, geht gar nichts mehr. Hier, komm. Richtig schön die Triebwerke vernichten. Und nochmal. Da war ich nicht nah genug dran, aber der hat dafür umso mehr gesessen. Oh. So was jetzt? Kann da nicht zu überhalten werden. Ja, mal kurz ausharren hier. War ein bisschen gefährlich, die Situation gerade. Jagd die Triebwerke hoch! Lassen Sie das ein! Komm schon, Mann. Jetzt drauf! Ja, Mann. Noch mal kurz zur Sicherheit. Schluss damit! Geschafft! Die Triebwerke sind hinüber! Lima Kai, ich gebe Ihnen eine letzte Chance aufzugeben. Dafür bezahlt Klepp mich nicht! Bezahlt mich für einen Job und den werde ich erledigen. Halt! Lima Kai ist mit einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir. Und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei. Ich lenke Lima Kai ab. Du erledigst die anderen. Say, warte! Zu spät! Okay, da bist du kleiner Schlingel. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Komm schon her. Ich kann ihn beschäftigen, aber nicht ewig. Du schaffst das. Bleib einfach konzentriert. Erledigt. Und jetzt zu deinem Freund. Oh yeah, komm schon her, kleiner Klabautermann. Bist du fertig mit seinen Freunden? Ich arbeite daran. Ui, da kann man ein paar Brechstücke zusammen. So. Yeah. Und der nächste bitte. Da ist noch einer in der Luft. Den wollen wir uns auch noch catchen. Tschüssi. Mom, bring's zu Ende und hilf mir. Ein bisschen dauert's noch.
Ich bin unterwegs. Mist! Sag mir, dass du okay bist. Mir geht's gut, aber pass auf. Lima Kai kommt zurück zu dir. Ich erledige ihn. Du fliegst jetzt zurück in Sicherheit auf die Corvus. Ja, Ma'am. Kennen Sie, Atula? Der Planet ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, wohin Clap die Kinder schickt, aber sie tut ihnen mit Sicherheit einen Gefallen. Kronenimpuls! Gute Idee. Das deaktiviert die Bomben, bevor sie explodieren. Aha, ich verstehe. Der Ionenimpuls kann Minen deaktivieren und verhindern, dass sie explodieren. Okay, dann muss ich kurz bevor die quasi auftauchen, dafür sorgen, dass ich den Ionenimpuls einsetze. Lima Kai wird Bomben ab! Hab ja auch was Schönes für dich, du Arsch. Au! Schluss damit! Achtung, Mom! Boah, verdammt. Nicht mit mir, kleiner Boy. Bombe unterwegs! Weg da! Wo bist du denn? Bams. Auf der steht ihr Name drauf! Wissen Sie, ich habe den Job nur übernommen, weil es hieß, er sei einfach. Feste Bezahlung, warme Mahlzeiten, kaum Leute, die mir in den Rücken fallen wollen. In meiner Branche ist das praktisch Ruhestand. Sie ruinieren meinen Ruhestand! Na, hier ist... Ah, verdammt! Hab ihn. Ich weiß, das klingt jetzt hart, aber ich hab den Kerl wirklich gehasst. Wir haben seinen Ruhestand ruiniert. Ich hol mir die Fregatte. Mom, warte. Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer weg, geben Sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass alle unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Ja. Aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Clap hat Dell abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Vardos. Aha. Warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Clap gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ja nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Ja, wir kennen Clap natürlich noch. Vom Hauptspiel. Wir haben ja gemeinsam mit Clap zusammengekämpft. Sehr hübsch. Das ist kein Schnee. Das sind atmosphärische Rückstände von der Operation Asche. Die Reste einer Stadt, die seit Jahrzehnten tot ist. Weißt du was? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Und deswegen hat sich ihn ja gegen ihren Vater gestellt. Wegen dieser Operation, beziehungsweise während dieser Operation. Und sich die Rebellion angeschlossen. Und Jahre später... Aiden, sieh mal. Was? Ist das für ein Licht? Da? Die erste Ordnung. Sie muss es sein. Was haben Sie getan? Los jetzt. Wenn wir Clap finden, wissen wir auch, was mit Dell ist. Danach kannst du zurück zum Widerstand und rausfinden, womit wir es zu tun haben.
gehört, hier leben noch Leute. Ich dachte, Gleb hätte Vardos zusammen mit dem Imperium aufgegeben. Ein Irrtum. Mensch, Mensch, Mensch. Ziemlich ausgestorben. Gehen wir zum Archiv. Ich dachte, hier sähe es noch viel, viel schlimmer aus, wenn ich ehrlich bin. Das ist Gleb. Das war Gleb. Husk. Waffen runter. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Kindesentführung? Rettung? Daraus eine Armee zu schmieden, wie sie die Galaxis nie gesehen hat. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnian-Systems sind nur noch Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitungen getroffen. Für diesen Tag. Siehst du, Aiden, ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich heute, ausgerechnet heute, endlich hier bei dir bin. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet, mich zu revanchieren. Zuerst Del, ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Findet raus, was sie über den Widerstand wissen und brennt die Stadt nieder. Ich musste in deiner Galaxis leben, Aiden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. I am your commander, stand down! You take orders from me!